Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Erzgebirge Aue gegen Hannover 96. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht, ein offenes Duell, alles möglich. Und von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und so gehen es die Hannoveraner an. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Arne Meyer. Mittelstädt. Robin Koch. Baumgartel. Korb. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Mittelstädt. Dennis Geiger. Robin Koch. Mittelstädt. Arne Meyer. Macht er gut. Da verlieren sie den Ball. Gefährlich! Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Sieht gefährlich aus. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Arne Meyer. Baumgartel. Jordan Turunariga. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jordan Turunariga. Dennis Geiger. Baumgartel. Arne Meyer. Klasse Pass. Vom Baumgart. V.
Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Tom Baumgart. Fandrich. Das könnte vielleicht was werden. Riese. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Fängt diesen Ball ab. Er ist frei, da kann was draus werden. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Super dazwischen gegangen. Fans atmen durch, das war knapp, fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. So langsam wird es gefährlich. Ja, könnte was werden. Sehr guter Einsatz. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Pass auf die Außenbahn. Julian Korb. Und er schießt. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Und da ist der Ball wieder weg. Mittelstädt. Könnte jetzt was werden. Jetzt in der Anspielstation. Da kann er sich den Ball holen. Jetzt der Ballverlust. Dennis Geiger. Ballverlust. Fandrich. Gute Aktion jetzt. Was macht er draus? Und er hat den Ball. Der Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Kann er was draus machen? Gute Aktion. Und die Balleroberung, wichtig. Arne Meyer. Macht er gut. Da ist die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Den Ball köpft er ins Seitenaus. Korb. Baumgartel. Jordan Turunariga. Dennis Geiger. Robin Koch. Der Ball kommt wieder zurück. Die Pässe jetzt, der Ball läuft gut, sie verfallen nicht in Hektik, warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Arne Meyer. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Fandrich. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Chance zur Flanke jetzt. Klasse Pass. Ballverlust. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Jordan Turunariga. Baumgartel. Korb. Erneut so ein hervorragender Pass. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Da verlieren sie den Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion.
super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Baumgartl. Mittelstädt. Robin Koch. Klärt in Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Mittelstädt. Baumgartl. Gefährlich! Er lässt sein Gegenspiel, gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Den Ball kann er klären. Was für eine Parade. Super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. Jetzt die Möglichkeit. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen sie mehr machen. So geht's für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Korb. Baumgartl. Jordan Turunariga. Korb. Dennis Geiger. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt vielleicht. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Tor Nummer 1 in dieser Partie, die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugend durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Arne Meyer, Mittelstädt, Jordan Turunariga, Baumgartl, Korb, Dennis Geiger. In den freien Raum. Ball kommt rein. Weiter gefährlich. Schwache Aktion, Ballverlust. Arne Meyer. Mittelstädt. Schöner Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Der Ball geht an den Pfosten. Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Ecke kommt. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Mittelstädt. Jordan Turunariga. Ja, könnte was werden. Korb. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Fandrich. Macht er gut. Gute Aktion.
Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Dennis Geiger. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Sie verlieren den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Kann er was draus machen? Ist das der Ausgleich? Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Arne Meyer. Jordan Turunariga. Baumgartel. Mittelstädt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hereingabe. Schade, da war sicher mehr drin. Baumgartel. Arne Meyer. Klasse Pass. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Jetzt vielleicht. Klasse, wie er das macht. Das Tor ist komplett frei. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Ja, dann machen sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Bei 0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Mittelstädt. Dennis Geiger. Robin Koch. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Super Pass. Gefährlich. Ganz energisch. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Dann hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Ecke kommt in den 16er. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckstoß. Fabian Bredloff. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sieht gefährlich aus. Die Riesenchance. Mit dem Ball hat er gar keine. Korb. Okay.
Dennis Geiger. Robin Koch. Baumgartl. Jordan Turunariga. Korb. Robin Koch. Mittelstädt. Arne Meyer. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Arne Meyer. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Den hat er super gehalten. Ecke in die Mitte. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Riese, Fandrich. Guter Vorstoß jetzt. Da kommt die Hereingabe. Und jetzt ist der Ball geklärt. Ja, schwacher Ball hier. Ja, könnte was werden. Gute Aktion. Zieht ab. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Jordan Turunariga. Baumgartl. Korb. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Korb. Und jetzt gibt es Einwurf. Dennis Geiger. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Vom Baumgart. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt ist es gefährlich. Was macht er draus? Ja, da ist Platz jetzt. Arne Meyer. Mittelstädt. Auf außen ist Platz. Die Möglichkeit zu flanken. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Baumgartl. Jordan Turunariga. Mittelstädt. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Korb. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Mittelstädt. Arne Meyer. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Thank you.
Super dazwischen gegangen. Kommt jetzt die Flanke rein. Riese. Fandrich. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Fandrich. Der geht daneben. Jetzt der Ballverlust. Korb. Baumgartel. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er kommt immer wieder an den Ball, läuft sich immer wieder wunderbar frei. Die Pässe stimmen, einfach klasse.